Fotografie, Video, netzbasierte Installationen. Seit fast 40 Jahren kreiert Michael Belitzky innovative Medienkunst. Die Ausstellung Perpetuum Mobile erlaubt erstmals einen Überblick über sein vielfältiges Gesamtwerk. Es sind immer die neuesten technischen Entwicklungen, mit denen Michael Belitzky im Dialog steht. Gleichzeitig dringt er medienhistorisch in die Tiefe vor, bis hin zu den Praktiken der mittelalterlichen Kabbalisten. Seine eigenwilligen, hybriden Werke gehören sowohl einer analogen wie digitalen Welt an. Sie existieren im Grenzbereich zwischen realem und virtuellem Raum. Der tschechisch-deutsche Medienkünstler studierte in den 1980er Jahren an der Düsseldorfer Kunstakademie. Dort lehrten Namjoon Paik, der Vater der Videokunst, sowie Josef Beuys. Beide Persönlichkeiten prägten Michael Belitzky ebenso wie die gesamte Fluxusbewegung. Aber auch die Begegnungen und lebenslangen Freundschaften zu Mel Alexenberg, Willem Flusser, Norman Klein, Peter Sloterdijk, Woody Wasulka, Peter Weibel oder Siegfried Zielinski sind für sein künstlerisches Schaffen wegweisend. Seit 2005 arbeitet Michael Belitzky mit der Künstlerin Camilla B. Richter zusammen. Gemeinsam schaffen sie raumgreifende Netzkunstwerke, die auf einer dynamischen Piktogrammsprache basieren. Diese integrieren Echtzeitdaten via Twitter oder Google News. Belitzky und Richter prägten dafür den Begriff der Data-Driven Narratives. Die Ästhetik dieser Erzählungen ist zugleich spielerisch und unheimlich. Sie spiegeln so den Einfluss einer von Algorithmen gelenkten Medienwelt auf Individuum und Gesellschaft. Das zunehmende Ausgeliefertsein an die undurchsichtigen Machtstrukturen des digitalen Raums wird erfahrbar. Bereits seit der Gründung des ZKM ist Belitzky eng mit der Institution verbunden. Seine Videoskulptur Menora von 1989 war das erste Werk in der Sammlung des ZKM. Zudem war er an zahlreichen Ausstellungen beteiligt. Seit 2017 wird sein umfangreiches Medienarchiv am ZKM in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler aufgearbeitet.